Was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Haley's Lost Farm, die einfach verloren ist, weil ich der Farminhaber bin. Wir fahren zum Verkaufen. Ich fahre meinen Raps noch zum Verkaufen und wir haben schon drin die Sockumhirse und der Hafer, weil es bringt tatsächlich alles am gleichen Punkt am meisten Geld. Also versuchen wir wieder unser Glück mit dem Zug, verchecken unser Zeug, gucken, wie viel Kohle wir kriegen. Und dann müssen wir überlegen, was wir als nächstes kaufen, was Sinn macht. Und ich muss überlegen, dass ich mindestens ein bisschen über 2600 Euro übrig habe, damit ich mir den richtigen Steinsammler mieten kann. Weil sonst ist halt schon traurig. Achso. Hallo? 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 Bin ich falsch? Nee, ich bin richtig. Wo ist... Achso. Hä? Hallo? Hier müsste doch das I kommen. Hallo? Das geht hier zum Verkaufen, da stand da dran. Oh, nee. Muss ich U klicken? Nee. Doch. Musste U klicken. Okay, hab's verstanden. Hab's hinbekommen. Ich bin so gespannt. Ah, jetzt habe ich aber diesen Anhänger hier unten stehen. Oh, ich hab gedacht, ich kann auf dem Rückweg beim Händler vorbei. Nicht so smart dacht. Nicht so smart dacht. Aber gut. So, wir bestellen uns einen Zug. Da bleib stehen. Wo ist denn der... Oh. Hiya. Ich hätte gerne einen Zug. Okay, danke schön. Nun lasst mich mal nochmal gucken. Halt, nee, falsches Menü. Hier. Hafer. 1,2. Raps. 1,4. Sockenhirse. 1. Raps. Raps. Ich sollte in Zukunft weiter Raps anbauen. Raps ist gut. Ich glaube, ich baue nur noch Raps an. Hätte ich gesagt. Ich muss ja Sachen... Sojabohnen. Ich muss ja Sachen anbauen, die ich mit meinem Mähdrescher dreschen kann. Oh, und ich habe die Baumwolle zerstört. Hm. Sad. Okay. Wo ist mein Zug? Wo ist denn mein Zug? Wo ist denn mein Zug? Ich bin gespannt. Du musst auf die Preisänderungen achten unten. Ja, schon, aber solange der Preis doch da noch so dran steht, wie er dran steht, ist doch okay, oder? Solange ist der ja nur so. Das heißt ja nur, dass es jetzt dann demnächst fällt. Aber noch ist er ja so, oder? Oder? Raps ist, glaube ich, nicht schlecht. Hallo. Sorry. Fahr mich halt um. Ah, wo ist mein Zug? Wo ist er? Da kommt er. Bing, 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 bing. Hallo. Schwankt halt übers Jahr, ja. Was ist passiert? Danke für den Follow. So, okay, Motor starten. Jetzt passen sie ober. Hallo, öffnen. Let's go. Hä? Warte mal.
Oh, hab's wieder rückgängig gemacht, ja? Boah, Alter, das... Hey, das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Da könnten Paletten auch drauf. Halt, stopp, 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 stopp. Stopp! Ist es drin? Nee. Jetzt aber. Okay. Nee, oder? Nee, ich muss den da langfahren, gell? Na, dass ich den jetzt zurückgebe, ohne zu verkaufen. Ja. Rich Bitch. Okay, warte, nee, stopp. Bevor wir zurückfahren, wir müssen erstmal gucken, was shoppen wir. Wir haben 36k, Alter. Geil. Okay. Sagen wir mal, 30k haben wir über. Da können wir auf jeden Fall einen Tiefenlockerer kaufen, den wir eigentlich immer brauchen. Für 10k. Dann haben wir noch 20. Okay. Warte. Warte. Oh, der Steinsammler ist bestimmt viel zu teuer. Oh ja. Oh Mann. Aber den kann ich vielleicht mit dem nächsten Ertrag kaufen. Man weiß es nicht. Aber einen Tiefenlockerer kann ich kaufen. Und ich brauche auf jeden Fall noch einen Striegel, weil der macht Unkraut weg. Den kann man auch kaufen. Dann habe ich noch 10k übrig. Warte, was ist smart? Zu teuer. Hä? Muss doch auch kleine Walzen geben. Kalk, Kalk, irgendwie sowas, Kalk, Dünger, Kalk, Dünger, irgendwas zum Kalken und zum Düngen, vielleicht noch, das ist mit der Mähtechnik. Oh, die Mähtechnik. Aber die Mähtechnik. Aber die Mähtechnik bringt mir noch nichts ohne Tiere. Wie wär's denn mit dem Kalkdings? Wo ist denn hier ein Kalkdings? Oh, das war so ein Fass. Das war ein Düngersteuer, in den kann man auch Kalk reintun, oder? Aber eine Düngersteuer brauche ich eigentlich... Alter, die sind ja viel zu teuer. Das kann ich mir nicht leisten. Vielleicht doch die Mähtechnik. Warte, was? Was kosten Tiere? Was? Nee. Hier? Nee? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, stopp. Warte, ich weiß wo. Ich weiß, wo bin ich. Nein. Mann. Müssen die... Nee, das ist da nicht drin. Ich glaube, das ist da nicht drin. Wo war denn das? Wo war denn das? Mann. Mann. War das doch hier? I'm lost. Bauen. Tiere. Schafe. 16. Oh, ich könnte mir Schafe holen. Warte. Aber, bevor ich mir Schafe hole, brauche ich ja die Mähtechnik. Also gut, jetzt pass auf. Ich kaufe jetzt Folgendes. Ich kaufe einen Tiefenlockerer. Weil den kann man immer brauchen. Kaufen. Ja. Dann hätte ich gerne, was haben wir gesagt? Habe ich schon wieder vergessen.
Brain lag. Ein Striegel. Warte mal, gibt es einen günstigeren? Können vielleicht auch noch gucken, gell? Nee. Okay. Den nehmen wir. Hatte ich das letzte Mal auch. War okay. Gut. Dann habe ich noch wie viel Kohle? 16. Nee, so viel kostet ja das Schafding schon. Schafding ohne Gras ist schwierig. Das heißt, ich muss sparen. Weil das bringt mir ja so erstmal nichts. Das heißt, das bringt mir nichts ohne Tiere. Genauso wenig wie so ein Wender. Oder Schwader. Wo ist der Unterschied? Keine Ahnung. Wenn das, das war Heu. Ich brauche einfach mehr Geld. Weil der Steinsammler wäre halt Luxus. Aber den kann ich mir nicht leisten. Ja, und die Kalksachen, die sind halt auch zu teuer. Diese Streuer hier. Das geht noch nicht. Okay. Ja gut, dann würde ich es aber erstmal dabei belassen. Was machst du? Aber. Okay. Okay. Nee, würde ich es dabei belassen. Genug Geld ausgegeben, der Rest muss erst wieder eingenommen werden, damit wir uns bessere Sachen kaufen können. Und dann steht jetzt quasi auf dem Programm beim nächsten Mal dann Tiefenlockern, Steine wegmachen mit einem guten Steinesammler und am besten Raps ansehen, weil das hat mir jetzt am meisten Geld gebracht. Ja. Und dann kann ich jetzt das Unkraut wegmachen, was meinen Ertrag sehr, sehr steigert. Und warum gibt es bei uns auf dem Server nur die großen Walzen? Es gibt doch diese kleine rote auch eigentlich. Wir haben doch sonst immer so eine kleine rote. Das macht mir ein bisschen fertig. Aber gut. Das ist der Plan, Leute. Das ist der Plan. Tiere siehst du, glaube ich, erst, wenn du einen Stall hast. Ja, ich muss mir erst den Stall kaufen. Dann muss ich mir die Tiere kaufen. Und dann muss ich die Tiere noch füttern. Also Stroh habe ich ohne Ende, Gras habe ich noch keins. Aber da jetzt, also wenn das jetzt aufgegangen wäre, okay. Ansonsten ist es jetzt besser, ich spare das Geld und kaufe mir dann Sachen, womit ich meinen Ertrag besser machen kann. Also Düngezeug und Kalk und diese Dinge. Vielleicht irgendwann mal einen großen Traktor mit mehr PS. Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Gras verkaufen habe ich auch schon überlegt, weil das Schöne ist ja, das Gras steht hier überall so rum. Ah. Aber Gras bringt ganz wenig Geld. Das ist, bringt ungefähr so viel wie Stroh. Und Stroh habe ich en masse, aber das lohnt sich einfach nicht. Das, nee, ich bin falsch, oder? Das lohnt sich einfach nicht, das zum Verkaufen. Also gar nicht. Weil das halt echt nichts... Da kriege ich irgendwie 2000 Euro oder was raus. Dafür, dass ich hier über die halbe Map fahre. Und nee. Nee, 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 nee. Das ist zu wenig. Also die Alternative, wo mit Gras oder Heu dann irgendwie Geld bringen... Ich glaube, Heu ist ein bisschen besser als Gras, aber auch nicht arg viel. Das Einzige, wie das Geld bringt, ist, wenn ich das in Silagen verpacke. Aber Ballenpresse oder Silage-Dings-Modular, das ich noch nicht wirklich kenne, ist auf jeden Fall viel zu teuer. Also kann ich mir auch noch nicht leisten. Ginge höchstens zum Mieten, wenn überhaupt. Aber nee, da würde ich jetzt leichter mal bei meinem Raps bleiben. Und mir dann halt irgendwann das Mähwerk kaufen, wenn ich irgendwie Tiere habe und mir das Gras tatsächlich noch was bringt. Ich habe am Anfang auch gedacht, ich kann mit Gras und Stroh einfach ganz viel Geld machen, aber LS sagt nein. Nee, ich habe so eine Universal-Sämaschine.
Ich habe nicht viele gute Sachen, gell, aber die, die ich habe, die sind Premium. So, stell dich mal da ab. Genau, ich habe nämlich dieses wundervolle Ding. Und das hier grubbert und sät, was ich will. Direkt Saat halt. Also das ist kein Problem. Ich habe den Raps ja jetzt auch angesät. Aber, meine lieben YouTuberinos, in diesem Sinne, das war's für diese Folge. Ich hole jetzt noch das ganze Zeug vom Händler und beim nächsten Mal geht's mit der Feldbearbeitung weiter. In diesem Sinne, bis dann. Adieu.